Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es mal um das Thema Fortnite. Ich denke, wir haben nämlich noch nie so wirklich auf meinem Kanal so eine Art Informationsvideo gemacht auf meinem Kanal jetzt hier, weil wir haben immer Minecraft ja gespielt, darum dreht sich ja auch hauptsächlich mein Kanal. Und ja, wir haben auf jeden Fall 3 Livestreams so, sag ich mal, jetzt hier auf YouTube gemacht, aber die meiste Zeit findet ihr mich halt auf Twitch. Auf Twitch mache ich halt mehr in letzter Zeit, sag ich mal, als auf YouTube und streame da auch eigentlich hauptsächlich. Da fühle ich mich einfach wohler als auf YouTube, da lassen sich ja auch mehr Sachen auch einstellen hier als bei YouTube. Deswegen schaut doch jetzt auf Twitch vorbei und lasst doch ein Follow da. Wenn es noch nicht gemacht habt, würde mich sehr freuen. Ihr findet mich da auch unter dem Namen Kuldanixe, so wie ich in-game auf Minecraft heiße oder auf Discord heiße. Oder wenn ihr mich zufällig auf dem Teamspeak treffen solltet, heiße ich dort auch Kuldanixe. Ja, würde mich riesig freuen, dann schaffen wir es auch zum Affiliate hoffentlich bald. Ja, dann gehen wir auch mal direkt in Battle Royale rein. Ja, wenn ihr Fortnite noch nicht offen haben solltet, dann öffnet jetzt Fortnite und stellt eine Verbindung her. Ja, es gibt ja Neuigkeiten. Was gibt es hier überhaupt übrigens Neues? Können wir eigentlich auch mal hier kurz aufzählen. Es gibt jetzt einen DC Item Shop. Chaotisch, schnell, gnadenlos, beweglich. Eine Reihe an Outfits und Ausrüstungsgegenständen ist zurückgekehrt. Dann gibt es hier noch Mecha Kuschel. Meisterin, kuschelt euch durch Raum und Zeit mit der Mecha-Kuschelmeisterin oder wie auch immer die heißt. Werdet Teil der Crew und erhaltet 1000 V-Bucks, die ersten 3 Monate eines neuen Spotify Premium Abonnements und mehr. Also kriegt sogar ein Spotify Premium Abonnement einfach mal dazu. Ja, das können wir uns hier mal auch angucken, hier das Video dazu, das ist ziemlich cool, der Trailer. Und zwar gibt es jetzt das NBA Kreativzentrum. Erkundet das NBA Willkommenszentrum, seht euch NBA Highlights an, kauft NBA Outfits im Zentrum und entdeckt den zeitlich begrenzten Modus Korbchaos. Werde ich mir auf jeden Fall mal auch hier anschauen, aber klingt ja mal ziemlich cool, dass sie auch eine Corporation jetzt hier mit NBA am Start haben. So eigentlich so ziemlich fast mit jedem Spiel hier. Shadow gegen Ghost Pro arbeitet in diesem Community ATM von D4G mit eurem Team zusammen, um die Goldgeneratoren zu schützen und die Gegner zurückzuschlagen. Ja, aber worauf ich eigentlich heute hinaus möchte, habt ihr bestimmt noch im Titel gelesen, ist, dass man sich derzeit ein gratis Bundle, sag ich mal, eher im Pack, besser gesagt, jetzt im Itemshop abholen können. Ich weiß nicht genau, bis zu welchem Juni das läuft, aber es läuft auf jeden Fall so bis auf jeden Fall nach dem 10. Juni. Ich glaube, so bis zum 12. oder 13. Juni, wenn nicht sogar schon sogar der 15. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, also schaut mal auf jeden Fall vor dem 10. Juni da noch auf jeden Fall vorbei, wenn ihr das haben wollt. Aber es ist, wie gesagt, nur für ja, PC-Spieler. Okay, dann gehen wir hier in den Item-Shop. Warten mal, bis der Item-Shop hier lädt. Und ja, nein, als ob. Es gibt einfach wieder das Marshmallow-Paket, Leute. Vielleicht hole ich mir das sogar. Vielleicht hole ich mir das wirklich sogar. Ich habe so lange darauf nämlich gewartet. Ihr müsst runter zu zeitlich begrenzt. Und dann findet ihr hier das Straßenschattenpaket. Das kriegt ihr einfach kostenlos. Ja, wenn ihr euch das Paket übrigens kauft, kriegt ihr noch 1000 V-Bucks dazu. Also ziemlich coole Sache. Ja, es ist derzeit, wie gesagt, nur für PC. Ob es für PC und die anderen Konsolen, sag ich mal, noch so sein wird, weiß ich nicht. Wäre natürlich auch cool. Aber derzeit denke ich, auch nur, dass PC-Spieler davon profitieren. Dann klicken wir hier drauf. Und drücken auf Kaufen, eine Bestellung geladen und danke. Und wir haben das Schatten Ruby, ja, also das Schattenstraßen-Outfit hier. Und jetzt kriegen wir auch Schatten Ruby-Aufträge. Verdiene Belohnungen, indem du Schatten Ruby-Aufträge abschließt. Und dann kriegen wir, glaube ich, nach und nach hier immer das mit dazu.
Ah, ja, genau. Wir haben die Sachen, sag ich mal, noch nicht. Sondern kriegen die dann mit diesen Aufträgen hier frei. Und zwar hier. Da kriegen wir die Spitzhacke, hier kriegen wir den Skin, hier kriegen wir dieses komischen Rucksack, glaube ich. Und den Gleiter. Und zwar müssen wir zuerst hier, ups, Gegner Schaden hinzufügen. Dann müssen wir Schatten-Ruby-Aufträge abschließen. Hier, du musst nicht alles im Alleingang machen. Mit Freunden spielen. Und lebe länger als die Gegner. Ja, bleib im Schatten verborgen. Genau, das sind so die Aufträge hierfür. Da sind noch die Neymar-Aufträge, die habe ich auch noch nicht gemacht hier. Muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber ziemlich coole Sache. Wir schauen uns hier mal auch kurz mal die Marshmallow-Sachen noch an. Alter, es gibt jetzt einfach nicht ernsthaft wieder den Marshmallow-Skin, oder? Was ist das hier? Ziemlich coole Sache. Oh, was ist das hier? Ballkunst. Gibt hier so viele neue Sachen, coole im Shop. Ziemlich cool, ziemlich cool. Ja, okay, dribbeln ist, sag ich mal, schon ein cooler Emote, aber ein bisschen langweilig auch. Batman habe ich mir hier schon gegönnt, das ganze Bundle ist ziemlich nice. Geil, geil, geil. Bat Signal. Wir haben hier übrigens gerade den Kratos-Skin aus God of War. Ja, was gibt es hier noch? Schneller Happen, den haben wir hier schon. Oh, der Skin ist natürlich hier auch ziemlich nice. Der Harley Quinn's Skin aus Suicide Squad. Aber worauf ich hinaus wollte, ist diese Marshmallow. Weil die spielt sogar Musik hier ab, der und zwar den Song Dare X2. Ja, so ähnlich den Song. Ja, ich will jetzt nicht so viel anmachen, hier ist alles Copyright, wie gesagt. Was ist Popsternchen? Ach, das besitzen wir schon. Mach dich locker. Was ist das hier? Ja, gut. Ah, okay. Wie gesagt, es gibt hier viele, viele, viele coole Sachen. Oh, der ist auch ziemlich geil, der Skin hier. Ja, es gibt viele, viele coole Sachen hier. Ich denke, ich werde mir das Komplettpaket hier holen. Von Marshmallow, oh, weil ich liebe diesen Dude einfach. Er macht ziemlich coole Musik. Ninja habe ich mir damals auch geholt, weil Ninja ist einfach Legende, Leute. Also, wenn ihr jetzt auch noch auf das Marshmallow-Outfit hier hinaus seid. Und ich wusste auch übrigens, dass es. Ich hab schon irgendwie halt vorausgeahnt, vorausgesehen, irgendwie, dass das Marshmallow. Ja, Outfit irgendwie schon wieder rauskommen wird hier. Ich hab's irgendwie gewusst, einfach, dass das Outfit halt einfach wieder kommt. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues dazu, sag ich mal, an Neuigkeiten dazu bekommen, sag ich mal, dass ihr jetzt auf jeden Fall wisst, wie man sich das abholt hier. Das ganze Paket hier gratis einfach für einen PC. Ziemlich coole Sache, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann entweder bei einem erneuten Stream auf Twitch. Wie gesagt, schaut da vorbei. Würde mich wirklich freuen. Wäre cool, wenn die ganze Community hier mal von YouTube auch rüberziehen könnte zu Twitch und wir da auch gemeinsam geilen Scheiß machen können. Ja. Und was eigentlich noch? Sonst gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Zu einem neuen Video, neuen Livestream. Weiß ich noch nicht genau, wie gesagt, was ich da machen werde. Aber es werden bald auch neue Videos kommen. Ich hoffe, euch hat der Skywars Turnierstream von heute gefallen. Der war ziemlich nice. Leider bin ich rausgeflogen, aber mein Gott, passiert, passiert. Machen wir es halt beim nächsten Mal einfach besser. Noch mehr trainieren. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Turniere die noch machen werden. Ja. Wie gesagt. Und nun haut rein, bis zum nächsten Mal.